Hallo Leute, ich zeige euch, wie man bei der B-Klasse E200er den Innenraumfilter erneuert. Ihr macht die Motorhaube auf, ganz normal. Und ganz oben, wo die Scheibenwischer sind, ist eine Abdeckung hier. Die Abdeckung muss man rausmachen und darunter ist der Innenraumfilter. Und da sitzt der Innenraumfilter. Jetzt macht man die Klammern rechts und links los. Da sieht ihr schon den Innenraumfilter. Rausholen und neue reinsetzen. Wichtig ist an Bollefilter die Fallrichtung nach innen. Den Bollefilter ganz normal drin machen und die Klammern oben drauf machen. Das war's. Nicht vergessen, die Abdeckung nochmal drauf zu machen. Das war's.